In diesem Sinne, schönes 25. Weinfest. Ich darf jetzt unseren Bürgermeister bitten, ein paar Grußworte zu sprechen und dann die deutsche Weinprinzessin bitten, das Weinfest offiziell zu eröffnen. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Einen herzlichen Gruß auch von meiner Seite, von Seiten der Stadt und vom Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen. Ich freue mich, hier jetzt das zweite Mal beim Weinfest dabei zu sein. Herr Welzner hat die vielen Aktiven, die vielen Akteure, die Winzer, den Rat der Stadt, die vielen Gäste schon erwähnt. Mein Dank, ich will mich mit dem Dank seinen Worten anschließen. 25 Jahre Weinfest, da könnte man sagen, das läuft alles jetzt routiniert nach einem bestimmten Plan ab, das ist alles kein Problem mehr. Es ist auch routiniert, glaube ich, und es ist sehr professionell, aber es ist auch gleichzeitig, das merkt man gerade heute wieder, sehr viel frisches Herzblut dabei, viele neue Ideen. Mit dem 25. Weinfest hat sich Herr Welzner und seine Truppe einige neue Dinge einfallen lassen. Ich finde es also sehr interessant mit dem Jubiläumsweinglas, was man sich gerne mitnehmen kann, was man sich dann zu Hause eben ins Regal stellen kann. Ich finde auch die Idee mit dem Ticket sehr schön, so kommt man eben wirklich mal hier und da und schaut sich die verschiedenen Weine und probiert die verschiedenen Weine mal aus. Es gibt auch ein Cap. Herr Welzner, Sie haben es nicht erwähnt. Wahrscheinlich, weil Sie sich gedacht haben, das Cap bringt eigentlich nur etwas, wenn Sonne da ist. Aber ich glaube, dieses Cap ist auch heute ganz gut zu nutzen, weil es schützt eben auch vor dem einen oder dem anderen Tropfen. Von oben jetzt. Die anderen Tropfen sollen Sie ja dann wirklich gerne auch anderweitig eben verwerten. Eine weitere Idee, die im Vorfeld schon mal angesprochen worden ist, die finde ich auch sehr gut, das ist, dass Sie sich auch daran beteiligen können und sollen und Ihre Weinfestgeschichten erzählen möchten. Per Mail der Internetseite zur Verfügung stellen, die können wir gleich gerne nochmal nennen. Es gibt bestimmt viele Menschen, die eben im Lauf der Jahre eine tolle Geschichte mit dem Salzhof, mit dem Weinfest verbinden, sei es, dass sie hier ihren Lebenspartner kennengelernt haben und so weiter und so weiter. Ich selbst habe auch eine schöne Geschichte hier beim letzten Mal erlebt, die will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht erzählen, sondern vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Ich möchte mehr Wert darauf legen, nochmal die Zusammenarbeit von Stadtwerken und Werbegemeinschaft, eben von den Veranstaltern hier, nochmal zu würdigen. Wir haben natürlich, das haben viele mitbekommen, hier auf dem Salzhof eine große Baustelle gehabt. Die musste sein, die musste auch in dieser Zeit sein. Es hat einige Probleme, einige Nachteile für eben die Nutzer dann gegeben, das ist klar. Aber es ist gelungen, dank an die Stadtwerke nochmal, es ist gelungen, wirklich rechtzeitig auf die Minute pünktlich fertig zu werden, sodass wir hier heute und in den nächsten Tagen schön feiern können. Ich möchte aber auch das erwähnen, was die Stadtverwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben in den letzten Tagen und Wochen eben getan haben, was man nicht so sieht. Eine Baustelle kann man immer erkennen, da läuft man dran vorbei und da sieht man, da ist es laut, da ist es schmutzig und man ist froh, wenn es dann zu Ende ist. Aber es gibt viele Arbeiten im Hintergrund, die die Stadtverwaltung machen muss. Da sind Genehmigungen einzuholen, da sind diese und jene Prüfungen vorzunehmen. Das ist alles sehr wichtig, das ist notwendig, damit wir hier sicher und gut und wirklich auch mit Spaß feiern können. Da möchte ich nochmal einen ganz besonderen Dank an die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch hier weitergeben. Dann ist es wichtig, unsere Weinprinzessin Katharina Fladung heute hier auch nochmal zu begrüßen. Eure Majestät, es ist mir eine Freude, dass Sie da sind. Wir werden, wenn ich das richtig gesehen und gehört habe, gleich mit einem Gläschen Sekt schon mal anstoßen können. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen hier die nächsten Tage ein schönes Weinfest zu feiern. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, ich habe kurz überlegt, ob ich Sie jetzt begrüßen soll. Aber eigentlich ist das Quatsch, weil ich bin ja selbst Gast hier in der Stadt. Aber genau das macht den Wein aus. Da, wo Wein ist, fühle ich mich zu Hause und er bringt die Menschen zusammen. Ich bin aber sehr froh, dass ich hier Gast bin in diesem wunderschönen Städtchen. Ich hatte auch die Gelegenheit, heute mich ein bisschen umzugucken. Ich war eigentlich den ganzen
tagüber hier in der Stadt unterwegs. Vielleicht habe ich den einen oder anderen auch schon mal angelächelt. Bin zum Beispiel Paulinchen gefahren und konnte mich davon überzeugen, dass es eine ganz wunderschöne Stadt ist, die ein schönes Erholungsprogramm bietet. Und das habe ich mir auch zu Gemüte geführt. Und genauso geht es jetzt auch weiter. Denn was könnte besser in einen Kurort passen als Wein? Es ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Wein in richtigem Maße genossen die Gesundheit fördert. Bei uns im Rheingau sagt man zumindest, besser als Arznei und Troppe ist eine gute halbe Schoppe. Und ich hoffe, dass Sie sich alle dieses Erholungsprogramm der besonderen Art das ganze Wochenende zu Güte führen und stoße gleich mit Ihnen auf 25 Jahre Erholungsprogramm der besonderen Art an. Sehr zum Wohl.